Jo Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute was ganz Besonderes und das erste Mal für mich, albanische Küche, beziehungsweise ich werde Balkangrill hier in Osnabrück testen. Ja, ich habe noch nie albanisch gegessen, muss ich an der Stelle sagen, oder generell so, weiß, kackwindig, ne? Generell so irgendwie serbisch, albanisch, was gehört noch dazu, bosnisch und so weiter. Da kenne ich mich gar nicht aus, bin sehr, sehr gespannt. Es ist auch so ein kleines EM-Special. Deswegen suche ich in Osnabrück unterschiedliche Nationalgerichte. Jetzt bin ich auf Balkangrill gestoßen. Die sind jetzt, die haben, glaube ich, am Donnerstag hier neu geöffnet an der Johannesstraße. Vorher waren die an der Iburger Straße. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich habe auch Hunger. Hallo. Hi. Mit wem habe ich telefoniert gestern? Weil ich habe gefragt, ob ich aufnehmen darf für Instagram und YouTube. Also, mit meiner Tochter, oder? Sind ja, aber nicht mit ne? Ich? Nee, alles gut. Alles gut. Keine Gesichter. Ich zeige euch mal den Laden. Sieht echt schick aus, muss ich sagen. Und vor allem, ich hätte nie gedacht, dass das so groß ist. Ihr habt hier wirklich mega viele Sitzplätze. Wenn du einmal so komplett durchläufst, kann ich euch mal zeigen. So, echt schick sieht das aus, muss ich sagen. Also seinen eigenen Stil. Ja, dann schauen wir mal, was sie hier zu bieten haben. Also Balkangrill, ich habe es ja vorhin draußen schon erwähnt, das ist für mich das erste Mal so albanische Küche. Ich glaube, das ist der einzige hier in Osnabrück, Innenstadt und Umgebung, der jetzt so balkanisches Grill, sagt man das, oder balkanisches Essen? Ja, wo bestellt man jetzt? Das ist echt ein Kuck. Die haben gerade aufgemacht, muss ich an der Stelle sagen. Aber ich weiß überhaupt nicht, wo man jetzt bestellt oder sonst was. Habt ihr auch eine Karte? Ach da, okay, perfekt. Dann nehm ich, ihr habt ja albanisches Essen auch, oder? Ja, nur albanisch. Ah, nur albanisch? Sehr gut, ich guck mal. Danke. Der Laden an sich, ihr seht das ja, sieht schon schick aus irgendwie, hat was. Das ist direkt an der Johannesstraße. Für die Osnabrücker, ihr wisst, Parkmöglichkeiten sowieso schwierig. Aber wenn du hier reinkommst, man denkt erst nur da vorne, kannst du irgendwas, irgendein Sandwich oder so mitnehmen. Aber du kannst hier komplett durchlaufen, dann hast du hier nochmal irgendwie, keine Ahnung, 10 Tische oder so, oder wenn nicht noch mehr. Ja, cool, aber bin gespannt. Wir haben jetzt die Karte. Das Menü und sie hat gesagt, albanisches Essen haben die hier nur. Okay. Okay, gehen wir mal kurz durch. Grillgerichte, warme Gerichte, also Suppe, Bohneneintopf, Gulasch, Kartoffeleintopf haben die hier. Salate auch als Vorspeise. Und dann Grillgerichte, Cevapcici fängt direkt an. 5 Stück, 10 Stück, 5 kleine Frikadellen, 10 kleine, große Frikadellen. Ja, wir werden, ich denke mal, wir sind uns einig, oder? Cevapcici muss ich testen. Karte, muss ich an der Stelle sagen, ist relativ klein gehalten, aber für die Leute, die mich kennen, ich feiere das, wenn nicht alles vollgepackt ist mit 300 Gerichten oder sonst was. Das ist schon mal, finde ich, gut. Die haben sich wirklich für einen großen Teil, also eigentlich nur auf Fleisch spezialisiert. So, Madame, ich würde gerne bestellen. Was? Ich würde gerne bestellen. Bestellen? Ja klar, was möchtest du? Was empfiehlst du? Also ich würde klassisch albanisch Cevapcici, ne? Ja, und Köfte. Oder Pleskavica, das ist das Große. Dann mach einmal davon, weil das ist ja typisch albanisch, genau. Dann, ne? Scharf und ruhig. Scharf, okay. Ja, einen davon und dann würde ich noch Cevapcici nehmen. Okay. 5 Stück, aber kleine Portionen. Nicht so viel. Okay. Weil ich muss später noch essen. Habt ihr auch klassische Beilage, albanische Beilage? Ja, Rotkohl, Weißkohl. Das mache ich selber so von Omas. Ja, ja, ja. Weißt du, Geschichte. Ja, dann machst du einen kleinen Teller. Ja, doch, das mache ich auf jeden Fall. Perfekt, okay. Sehr gut. So, ich habe einmal das hier bestellt, die Schafe. Frikadellen heißt es, aber Pelsavica auf albanisch. Und Cevapcici werde ich testen. Und sie hat noch hier Salat, eigene Art. Werde ich auch noch kosten von dem Salat. Das ging aber schnell. Ja, das. Okay, und Brot ist auch albanisch klassisch? Ja. Wie heißt das denn? Samuna. Samuna? Okay, das sieht auch schon mal sehr lecker aus. Ja, besten Dank. Bin gespannt. Ich habe diese klassischen Cevapcici, diese Frikadellen scharf und hausgemachten Salat. Und Sumak, das Brot, albanisches Brot. Ja, sehr fluffig. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Also die albanischen Frikadellen, Cevapcici. Ich fange mal erst mit Cevapcici. Frisch gegrillt. Ja, wegen meinem Kopf sieht man das hier nicht. Will man da nicht sehen? Brot geht immer. Knoblauchsoßen.
Hausgemachten Möhrensalat. Der hausgemachte Salat hier mit den Karotten, schon sehr, sehr nice. Knoblauchlastig. Dieser Salat. Wow, wow, wow. Das ist Omas Rezepte vom Frühjahr. Omas Rezept vom Frühjahr. Eingelegte Frühjahr haben die. Sehr geil, vor allem diese Knoblauchnote. Bloß, das muss schärfer sein. Aber hier habe ich, weißt du, so zu tun mit den Kindern. Nimmst du eine? Was ist das? Süßes Pralinen. Pralinen, albanisch Pralinen? Nein, albanisch nicht. Nein? Weil gestern haben wir gehört. Ja. Ja, und wie süß sagt man bei uns. Muss man. Wow, ey. Das ist es, was du meinst. Das ist Tradition pur. Und sowas liebe ich einfach und feiere. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, wenn die Karte etwas klein gehalten wird. Weil da sind keine 200, 300 Gerichte, sondern die machen das dann mit Liebe. Die machen das, die Gerichte, was sie drauf haben. Und das ist super wichtig. Dann schmeckt es auch. So, kommen wir jetzt zu der Frikadelle. Es ist jetzt auf der Karte steht Frikadelle, aber ich habe jetzt den albanischen Namen vergessen dazu. Nicht klassisch Frikadelle. So wie wir es kennen, die sind ja die deutschen Frikadellen, sind ja so ein bisschen dicker. Das ist etwas flacher, seht ihr das? So ein bisschen dünner und größer. Mhm. Das Fleisch, das gefällt mir, dass es so dünn ist. Du hast auch keinen Knochen oder Knorpel irgendwie drin. Mhm. War wirklich alles super. Ich gebe das Fazit gleich draußen in Ruhe ab. Weil hier ist jetzt einiges los und ich will die jetzt auch nicht länger aufhalten. Deswegen würde ich sagen, ich zahle jetzt und dann mache ich das Fazit draußen ganz entspannt. War sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Für mich erstmal Albanisch gewesen. So mit der Frikadellen kennt man ja, aber das ist ja, das jedes Land macht irgendwie andere Rezeptur, so Gewürz. War super, hat mir gut gefallen. Super, das freut mich. Dankeschön. Bitte sehr. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Das hier ist doch eine geile Gasse. Hier macht ihr eben das Fazit. Guck mal, Stromkasten, einfach Liebe, Flashbacks. Was ist denn los? Hallo? Warum sind die frisch? Hier ist doch kein See. Also, ich mach mal kurz und knapp jetzt das Fazit. Ja, Balkangrill. Hier in Osnabrück habe ich getestet. Die sind jetzt nicht mehr an der Iburger Straße, sondern an der Johannesstraße. Auf Google ist es, glaube ich, schon aktualisiert, die Adresse. Und ich muss sagen, für mich das erste Mal albanisches Essen gewesen. Das hat mir gut gefallen. Ich meine, Frikadellen kenne ich, Cevapcici kenne ich. Das waren jetzt die Gerichte, die ich bestellt habe. Aber was halt immer so interessant ist, dass jede Nation es irgendwie mal anders würzt. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Die Frikadellen waren nicht so typisch dick, irgendwie, wie wir es kennen, diese deutschen Frikadellen oder türkische Köfte. Sondern die waren extrem groß, relativ dünn gewesen. Von Gewürz her top gewesen. Hat mir echt gut gefallen. Ich habe sie alles weggegessen. Cevapcici war nicht so stark gewürzt, muss ich an der Stelle sagen. Weil man hat schon den Unterschied gemerkt. Ich habe Cevapcici gegessen, dann Frikadellen habe ich gegessen. Jetzt, den Namen habe ich auch vergessen, wie die heißen auf Albanisch, diese Frikadellen. Und das Brot war auch schön fluffig, ne? Leicht getoastet oder im Backofen, glaube ich, gewesen. Also hatte auf jeden Fall so eine krosse Schale, sage ich mal. War alles super. Habe auch den Namen von dem Brot vergessen. Ich sage einfach Fladenbrot. Richtiger Armmann so. Aber das hat auch auf jeden Fall einen anderen Begriff, eine Bedeutung. Aber vom Gesamtpaket her, Balkangrill hat mich wirklich überrascht. Also die Johannesstraße. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe es auch im letzten Video gesagt. Ich will von diesem Schubladendenken, will ich raus. Sonst war immer so, Johannesstraße, ne. Da kann doch nichts schmecken so. Da hat man immer so Vorurteile gehabt, aber ich will aus diesem Konzept im Kopf, was bei mir eingepflanzt ist und bei vielen auch, da will ich raus. Ich will wenigstens diesen Restaurants, diese kleinen Läden eine Chance geben. Und dann kann sich, Entschuldigung, da kann sich auch mal so ein Juwel herauskristallisieren. Oh, das war echt ein starker Satz irgendwie, den muss ich mir merken. Und dann ist man wirklich, dann ist man halt positiv überrascht und dann kommt man vielleicht nochmal hier hin. Und ganz so schlecht finde ich das gar nicht. Deswegen Balkangrill hier in Osnabrück. Ich glaube, das ist einer von sehr, sehr wenigen, von einer Handvoll, glaube ich, gibt es albanische Küchen hier in Osnabrück, wenn überhaupt. Aber wenn ihr Bock auf albanisches Essen habt, dann könnt ihr das hier gerne abchecken. Und was ich auch immer wieder sage, wenn mir etwas gefällt, dann erwartet nicht, dass es euch auch gefällt. Bildet euch einfach selber eine eigene Meinung, das ist mir wirklich ganz wichtig. Da könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat oder nicht. Oder auch gerne auch mal neue Vorschläge droppen. Ne, schreibt auch eure Vorschläge, Empfehlungen rein. Checkt das ab. Ich glaube, einer aus Instagram hat mir das auch empfohlen, hier Balkangrill. Insta oder YouTube war das, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich check die Läden dann ab. Ich komme dann hier hin und teste das Essen. An der Stelle, das war's mit dem Video.
Lasst ganz gerne noch ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Einen Daumen hoch, kostenlos abonnieren, ganz wichtig. Wir müssen den Kanal pushen. Instagram geht gerade etwas steiler. Wir erreichen bald die 9000. Jetzt müssen wir auf YouTube noch ein bisschen Gas geben. Also, Balkan Grill könnt ihr gerne abchecken. Schreibt mir dann in die Kommentare, wie ihr es findet. Und auch gerne mal andere Nationalgerichte mal empfehlen. Weil jetzt hier während der EM so eine EM-Special. Und da will ich viele, viele Nationalgerichte testen. Unter anderem jetzt hier albanisch gegessen, gestern schottisch gegessen. Also finde ich auch immer super interessant, neue Sachen zu testen. Ich würde sagen, wir bleiben alle aktiv, Leute. Dicker Kuss geht raus. Haut rein, bis zum nächsten Video.